Ich grüße euch, liebe Zuhörer und Zuschauer auf dem Kanal Blickwinkel. Heute habe ich mir Gedanken gemacht über Gesprächsthemen, über was soll man denn noch reden? Ich finde, man hat das Gefühl, es ist bereits alles gesagt. Über alles wurde bereits gesprochen. Vieles wurde schon kaputt und mürbe diskutiert. Zum Beispiel das Thema Narzissmus. So viele Kanäle, so viele Vorträge, so viele Coachings und Seminare. Man hat das Gefühl, ich kann es nicht mehr hören. Bestätigt wurde dies auf unserem Ethereum-Treff in Kirchheim im Oktober. Und das, obwohl immer wieder bestätigt wurde, dass gerade in dieser Zeit die Narzissten wieder aus allen Löchern gekrochen kommen. Schauen wir uns doch mal die Köpfe an, die das Sagen haben. Das geschulte Auge, die geschulte Seele erkennt das Manipulierende, den Narzissmus hinter ihren Masken. Die ewige Opferrolle, die ewigen Versprechungen auf Besserung, wie immer werdende, wiederholenden Phrasen. Obwohl wir das Thema Narzissmus manchmal schon nicht mehr hören können, meinen wir doch, alles zu wissen. Sehen wir sie doch immer und überall wieder auf der Bildfläche erscheinen. Was hat sich geändert? Wir haben einen geschulten Blick. Wir lassen uns nicht mehr hinters Licht führen. Wir fallen nicht mehr so leicht auf sie herein und wenn, dann nicht mehr lange. Das hat sich geändert. Doch warum haben wir die Wahrnehmung, dass sie aus ihren Löchern kriechen wie Zombies nach Blut lechzen? Kann es sein, dass ihnen unser Energieentzug zu schaffen macht? Ist es möglich, dass sie sehr wohl merken, dass all das Gerede über sie uns stärker und sie schwächer gemacht hat? Finden sie nur noch sehr schwer ihre Opfer? Sollte das so sein? Dann hat es sich ja voll rendiert. All das Gerede und Aufklären über das und über die üblen Zeitgenossen, die sie in Wirklichkeit sind. Hier möchte ich verweisen auf die Bücher von Angela Rudloff. Ich werde unter dieses Video, unter diesem Podcast auch einen Link setzen, wo ihr sie bekommen könnt. Lasst uns wachsam und trotzdem vorsichtig sein. Sie sind auf ihre Art und auf ihre Weise nicht dumm. Sehr gerissen und scheinheilig sind sie. Wie eine Spinne, die erst lockt, dann festhält und danach alles einspinnt, was sich nicht mehr retten kann. Doch wir gehen ihnen vielleicht noch ins Netz, doch bleiben dort nicht mehr lange kleben. Befreien uns und machen uns auf und davon, zu ihrem Leidwesen und zu unserem Glück. Welches Thema ist auch schon hoch und runter geredet worden? Sehr interessant und doch auf so vielen Kanälen verbreitet und totgelutscht. Die Prophezeiungen von Irrmeier, von Mühlhersl und von vielen, vielen mehr. Ja, ich finde die Voraussagungen auch sehr interessant. Und doch gibt es tausende von Videos, unterschiedlichst aufbereitet. Die Aussagen sind doch meistens in dieser Zeit gleich. Der bevorstehende Polsprung, Naturkatastrophen, die gelbe Gefahr, der Dritte Weltkrieg und so weiter. Warum hören sich die Menschen das noch so gerne an? Warum lechzen sie nach Vorhersagungen für unsere Zeit? Doch wohl, dass wir alle spüren, dass etwas in der Luft liegt. Wir spüren, wir merken ganz einfach, dass sich etwas ganz Wichtiges verändert. Doch können wir es nicht so richtig beschreiben, nicht erklären, es nicht fassen. Es sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten, Gerüche, Geräusche, Gefühle. Selten können wir es genau benennen.
Oft wird nur gesagt, es ist alles verrückt. Alles ist nicht mehr normal. Es wird nicht mehr gesagt, es hat sich alles verändert. Früher war alles besser. Nein, nein, das nicht. Es ist nicht mehr normal. Ja, das Alte, das uns bekannte Normale, es verschwindet immer mehr. Man könnte es sich vorstellen, wie wenn man den Wohnort wechselt. Man lebt in einer anderen Straße, in einem anderen Ort, in einem anderen Haus oder Wohnung. Der Ort sieht anders aus, besteht aber wie vorher auch aus Häusern, Gärten, Natur und Menschen. Die Straßen sind anders, doch sind sie genauso aus Asphalt, Schotter und Sand. Die Menschen, es sind andere, vielleicht ein anderer Dialekt, doch es sind Menschen. Genauso ist es ungefähr mit unserem derzeitigen Gefühl. Es ist anders. Doch geht es zurzeit noch viel, viel weiter. Nicht nur ein Umzug in einer anderen Stadt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Es fühlt sich an, wie wenn man umgezogen wird auf einen anderen Planeten. Vieles scheint uns unbekannt, fremd, aber doch nicht ganz fremd. Und ach, es ist wirklich schwer zu beschreiben, aber ihr wisst, was ich meine. Wir sehen, dass alles wie gewohnt aussieht, doch fühlt es sich anders an. Wir befinden uns auf der Gefühlsebene. Viele von uns haben sich in den letzten Jahren weiterentwickelt, haben mehr zu sich gefunden, schätzen sich und ihre Gefühle, ihre Belange und spüren ihr eigenes Ich bin. Das ist auch der Grund, warum Narzissten nicht mehr an uns herankommen. Wir sind in unsere Stärke gekommen. Doch je mehr wir uns verändern, je mehr wir uns stärker fühlen und auch stärker sind, umso mehr befremdet uns die altgewohnte Normalität. Wir spüren die Veränderung. Wir spüren die gewollte Veränderung. Manchmal macht es uns Angst. Wir wissen nicht, wo es uns hinführt. Wir suchen Halt und Wissen in alten Prophezeiungen. Die Frage ist nur, sind diese noch aktuell? Haben wir uns vielleicht inzwischen so weit entwickelt, dass selbst diese Vorhersagungen für unsere Zeit schon wieder überholt sind? Es ist nichts in Stein gemeißelt. Immer mehr Menschen erleben fast tagtäglich, dass unsere Gedanken unsere Realität formen. Immer schneller werden Gesagtes, Gedachtes, Gewünschtes zur Realität. Warum sollten sich dann nicht auch alte Vorhersagungen ändern? Durchaus möglich, dass alles, wie zum Beispiel der Dritte Weltkrieg, die Giftwolke und noch vieles mehr, zu unserer Zukunft gehört hat. Doch was, wenn sich die Zeitlinien geändert haben? Ist das möglich? Was, wenn eine göttliche Kraft eingegriffen hat? Was, wenn Mutter Erde, Mutter Natur mitgewirkt hat und noch weiter wirkt? Was, wenn, ach, was wissen wir schon? Was wissen wir? Doch seid ehrlich, auch ihr merkt es. Auch ihr seht, wie die beseelten Menschen wanken, unsicher sind, ob alles tatsächlich so kommt, wie es uns vorausgesagt wurde. Eines wissen wir ganz sicher, denn wir spüren es mit jeder Zelle unseres Körpers. Es liegt was in der Luft. Es kommt etwas Gewaltiges auf uns zu. Doch was es ist, wissen wir nicht. Spürt es sich wirklich richtig an, wenn ihr an einem vorausgesagten Dritten Weltkrieg denkt? Fühlt es sich wahr an, wenn ihr an ein vorausgesagtes großes Menschensterben denkt? Ja, es wird etwas Großes kommen. Doch können wir es vielleicht mit positiven Gedanken in eine andere Richtung lenken? So wie Narzissten nicht mehr an uns andocken können, weil wir uns schon viel weiter
entwickelt haben. In unseren Gedanken, in unserer Gefühlswelt. Können wir auch den Dritten Weltkrieg abwenden, weil wir schon viel weiter sind in unserer emotionalen und geistigen Entwicklung? Haben wir dem Bösen die Kraft entzogen und geben dem Hellen, den guten Gedanken mehr Energie? Ich erlebe es inzwischen wirklich fast tagtäglich. Kein Mensch hat auch Lust auf einen Krieg. Kein Mensch ist für den Ukraine-Krieg. Kein Mensch, ich spreche hier von beseelten Menschen, nicht von Wesenheiten. Denn ob die Wesen überhaupt Energie wie ein beseelter Mensch aussenden können, das ist fraglich. Also rede ich von uns beseelten Menschen. Und diese Menschen geben keine Energie mehr in großartige Kriegsschauplätze. Wir hören vielleicht noch Nachrichten und hören von geplanten Zielen und Lieferungen. Und während wir uns vielleicht noch versuchen, darüber aufzuregen, spüren wir doch in uns ein ganz großes Nein. Das ist nicht mein Theater, nicht meine Bühne. Das wird so gar nicht kommen. Oder spürt ihr das nicht? Es wird sicherlich noch stürmisch, noch ungemütlich, noch unbequem. Und das ist auf eine Art und Weise auch gut so. Denn trotz allem sind einige wertvolle Seelen noch nicht bereit hinzuschauen, sich umzuorientieren. Und doch sind sie zu wichtig, als dass wir auf sie verzichten könnten. Daher müssen diese wichtigen Seelen einen Schock, einen Schrecken erfahren, damit sie bereit sind aufzuwachen. Und wir werden dann da sein und sie unterstützen und auffangen. Ihr Lieben, von einfach war nie die Rede, doch es ist machbar. Dann gibt es ja noch das Thema Mond, das Thema Wetter, das Thema Klima, das Thema Migranten, das Thema flache Erde, das Thema Magie, das Thema Natur, das Thema Kräuter, das Thema Rauhnächte und so weiter und so weiter. Alles Themen, die von den letzten Jahren tausendfach uns vorgekaut wurden. Und doch können wir nicht von ihnen lassen. Nichts Neues, nur die Art und Weise der Darbringung hat sich verändert. Wie der Mond, nichts Neues, nur seine Darstellung ändert sich. Ein Vollmond ist nicht immer rund, er steht nicht immer an der gleichen Stelle, wie wir es gewohnt sind. Seine Umlaufbahn scheint sich zu ändern. Immer öfter ist er zusammen mit der Sonne am Firmament gleichzeitig zu sehen, obwohl wir in unserem Jahrgang in der Schule gelernt haben, dass das unmöglich ist. Nun ist es möglich und man hat Erklärungen dafür. Dann wird berichtet, welche Kraft der Mond hat, welche Magie er ausstrahlt, jetzt und schon früher. Und jetzt mal ganz ehrlich, ist denn der Mond noch der Mond? Oder ist es irgendein Lichtstrahler oder ist es ein Beobachtungsobjekt? Wenn sich alles verändert, warum sollte denn der Mond noch gleich bleiben? Warum sollte er noch der gleiche sein? Warum sollen nur Rituale bei diesem ständig ändernden Mond gemacht werden? Klar war das früher, daran glaube ich schon, in der guten alten Welt alles noch normal, logisch und kraftvoll. Doch ist es das immer noch? Wenn wir uns doch weiterentwickelt haben, wenn wir geistig gestärkt und energetisch im Aufstieg sind, ist es dann nicht möglich, dass wir magisch arbeiten können, völlig mondunabhängig, immer mit dem Gedanken, dass der Mond nicht mehr der Mond ist, den wir noch als Kinder kannten. Wenn unsere Gedanken schon so machtvoll sind, wie machtvoll sind dann erst Rituale, unabhängig von gewissen Planeten? Unvorstellbar und doch gar nicht abwegig. Wir befinden uns auf einem Weg, der vor uns noch nie begangen wurde. Wir sind nicht alleine.
Manche Menschen sind von dieser aktuellen Zeit vielleicht so verwirrt, dass sie ihre Sachen packen und sich aufmachen, um zu fliehen, um einen besseren Ort zu finden, irgendwo neu zu beginnen, neu anzufangen. Jeder hat seine Lernaufgabe. Jeder befindet sich auf seinen eigenen Weg. Die Zeit der Verurteilung, des Besserwissens, der Belehrung, diese Zeit ist vorbei. Niemand weiß genau, wo es hingeht, wo der sichere Platz ist, wenn es ihn überhaupt gibt. Aufgrund dieser aktuellen Lage fühlen sich viele Menschen verloren, fühlen sich heimatlos. Es wäre doch zu einfach, sich dem herrschenden Zeitgeist geistlos unterzuordnen. Mitläufer oder Denkfaule, die sich im Besitz der moralischen Hoheit wähnen, kommen doch nie im echten Leben an. Wer hat noch echte Bodenhaftung? Doch am ehesten die, die mit ihren Händen arbeiten, die mit Mutter Erde in ständigem Kontakt stehen. Die bemerken die Sinnlosigkeit des Zeitgeistes, der inzwischen die Wirklichkeit zu ersetzen versucht, noch am ehesten. Wie können wir unseren Platz im Leben finden? Für mich ist unser Herrgott und die 10 Gebote mein sicherer Weg. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich lerne immer mehr Menschen kennen, die diesen Weg gehen. Egal wie deren Herrgott heißt, sie glauben nicht mehr an Regierungen, an Parteien, an Bürgermeister, an das sichere Arbeiten, an die sichere Bank. Sie glauben an das Geistige in uns, das Geistige um uns. Sie glauben an das, was wir nicht sehen, aber spüren. Was machen Kinder, wenn sie sich erschrecken, wenn sie verwirrt sind, wenn sie Angst haben? Sie rennen, sie schreien, sie werfen sich auf die Erde, sie schütteln den Schock ihrer Ängste ab. Wie Tiere. Was macht ein Tier, wenn es gejagt wurde und nochmal mit dem Leben davon gekommen ist? Es schüttelt sich. Und was machen wir, wir Erwachsenen? Wir bleiben steif, wir benehmen uns, wir geben uns keine Blöße, wir stehen wie eine Eins. Lernen wir von den angeblich Schwächsten unter uns. Und wir werden stark, gesund und menschlicher wie je zuvor. Kinder, und ich zähle hier die Tiere auch dazu, sie sind kleine Engel aus dem Hause unseres Herrn. Sehen wir nicht nur mit den Augen eines Kindes, tanzen wir wie ein Kind, lachen wir wie ein Kind, sind verrückt wie ein Kind. Denn wenn sie doch alles verdreht haben, dann doch sicherlich auch das. Nicht wir sind die Guten, die Besseren. Es sind die Tiere, die Kinder, die Schwächsten unter uns. Von ihnen können wir noch lernen. Ich habe mich mit ehemaligen Kollegen getroffen. Die Älteste von uns erzählte von ihren Enkeln, was sie für Ausbildungen haben und wie gut sie gerade sind. Darauf sprach mein Kollege: Gott segne deine Kinder. Die Jüngste von uns erzählte von ihren Gedanken, von beruflichen Ansinnen und Planungen, ob sie eine Beförderung annehmen sollte oder nicht. Was ist wichtiger? Ihre Freizeit, ihre Familie oder der berufliche Aufstieg gepaart mit erheblichen finanziellen Steigerungen? Nachdem wir alles bedacht und beredet haben, von allen Seiten beleuchtet haben, traf sie auf einmal eine Entscheidung. Mein Kollege sprach spontan: Gott segne deine Worte. Diese Sätze erschreckten mich zuerst, aber wärmten mein Herz. Was gibt es Schöneres und Großartiges als solch einfache, kurze Sätze? Hört bitte in euch rein. Stell dir vor, du erzählst jemandem etwas und bekommst zur Antwort: Gott segne deine Worte. Wie großartig, wie großherzig. Segnen wir uns doch unsere guten deutschen Wörter, unsere deutsche Sprache und Dialekte. Bitten wir Gott um Schutz. Bittet, dann wird euch gegeben.
In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit mit euch, mit lieben Menschen und wunderschönen lieben Gedanken. Führe euch Gott und möge Gott eure guten Gedanken segnen. Ganz liebe Grüße, eure Silke.